Meine lieben Kreativlinge, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Kooperationsbastelvideo mit Globaland von für mit. Erstmal das ganze Shishi. Muss ich leider sagen. Ne? Alles, was ich benutze aus dieser aktuellen Kooperation, werde ich in der Infobox verlinken. Natürlich mit dem Rabattcode NATA10. Und ja, ich selber shoppe persönlich gerne bei Globaland. Außerhalb der Kooperation. Ich mag die Sachen. So, zuerst habe ich Wusel Wusel mit dieser Nummer. Habe ich mir den Milchkarton zur Brust genommen, weil ich hatte ja aus der letzten Kooperation hatte ich mir diese große Box rausgesucht. Aber wie ihr das gesehen habt, oder einige von euch, habe ich gesagt, die ist nicht toll. Also ja, sie ist toll, aber die Standschablone funktioniert nicht. Beziehungsweise hat sie überall, wo dann die Faltkanten waren für die Klebelaschen. Beispielsweise jetzt mal hier. Ne, das sind ja Faltkanten. Das sind Schnittkanten, das sind Faltkanten. Hat sie mir überall abgeschnitten. Im Endeffekt hatte ich statt diesen Dingenskirchen, hatte ich dann nur noch ein Quadrat. Und das war sehr ärgerlich. Ich habe es natürlich selber gemacht. Man kann den Milchkarton auch selber machen, aber ich finde, der ist ganz cool. Und der gelingt auch, werde ich euch dann gleich zeigen, der gelingt auch ganz gut. Also der ist diesmal nicht ganz so schnittkantig. Auf jeden Fall sind die Teile dabei. Das ist einmal die Front. Das Teil braucht ihr zweimal. Die Seitenteile, ist es ja, ja doch Seitenteile, weil man sieht es ja von vorne. Die Seitenteile braucht ihr zweimal und den Boden einmal. Und dann ist allerhand noch Gedöns dabei, da war das Tag dabei. Dann haben wir noch so einen Tag, dann haben wir noch diesen Tag oder Aufleger oder wie auch immer dabei. Und die zwei Schmetterlinge sind dabei. Also, ja, doch wieder allerhand. Das schmeiße ich jetzt erstmal wieder da rein. Und dann habe ich aus... Oh, die sind verkehrt rum. Mit dieser Nummer. Aus der aktuellen Kooperation. Doch, aus der aktuellen. Ich hatte gerade überlegen müssen. Ich hatte schon so viele Kooperationen. Diese süßen Tierchen hier benutzt. Kann man natürlich für Ostern nehmen. Dadurch Hase, Karotte, ne? Kann man... Muss man nicht. Ich finde die so süß, dass ich gesagt habe, okay, du musst die jetzt nicht unbedingt für Ostern nehmen. Mach doch auch einen Milchkarton. Ich drehe das Video schon zum zweiten Mal ab, weil beim ersten Mal hatte ich im anderen Video erzählt. Apropos anderes Video. Ich habe euch die ETC letztens gar nicht gezeigt, aber als Titelbild habt ihr die gesehen. Das war aus dem letzten Video. Ja, wie gesagt, im anderen Video habe ich gesagt, ich hatte keinen Ton mehr. Beziehungsweise die Kamera hat den Ton nicht aufgenommen und ich hoffe, dass es hier funktioniert. Das andere Video hat Ton, jetzt hoffe ich, dass das auch Ton hat. So schaut er aus, wenn der fertig ist. Ich werde den jetzt tatsächlich ein bisschen anders machen. Aber so soll er aussehen. Und ich habe noch eine andere Variante gemacht. Wie gesagt, ich drehe das jetzt zum zweiten Mal ab. Eine Weihnachtsbox. Da habe ich dann diesen Tag hier benutzt, habe das aus dem Karton ausgestanzt, also ne, aus der Front und habe das Ganze mit Vellum hinterlegt. Das ist auch von Globaland, aber die habe ich mir selber gekauft. Da kann ich jetzt auch leider die Nummer nicht sagen, weil ich das schon einsortiert habe in mein Sortiersystem. Habe ich auch schon, wie gesagt, weggeräumt, weil es liegt schon länger hier. Wie gesagt, ich habe das schon vorab gedreht gehabt eigentlich. Ja, und so schaut es dann aus. Da oben habe ich dann einen goldenen Tag und einen normalen Tag hingemacht, einfach so. Da kann man dann was draufschreiben. Das ist so ein süßes Weihnachtsgeschenk. Ja. Okay. Ich habe mir alle Teile ausgestanzt. Das zweimal und das zweimal. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, schneidet super. Also auch prägt super, ne? Allerdings habe ich hier bei diesen Teilen, es ist sehr, sehr locker. Also, da schneidet es, prägt fast zu gut. Eins ist mir abgerissen beim letzten Video. Da habe ich dann mit Teser nachgeholfen. Ich überlege, ob ich das nicht gerade auch hier mache im Vorfeld.
Ich habe einfach Angst, dass mir das wegreißt. Ich habe einfach Angst, dass mir das wegreißt. Deswegen arbeite ich jetzt mit Tesa. Also es hält definitiv. Aber ja, wie gesagt, ich habe einfach Angst, dass mir das wegreißt. Deswegen arbeite ich hier vorsichtshalber nochmal mit Tesa nach. Also bei der Weihnachtsbox hält es gut. Vielleicht, weil das 300 Gramm Papier ist. Das ist hier nur 250, glaube ich. Also es hält, ne? Es fällt jetzt nicht auseinander. Aber ich habe letztens was vergessen gehabt, nachzufalzen. Dann musste ich die Box nochmal aufdröseln. Und vielleicht habe ich das zu arg aufgedröselt und ist mir dann kaputt gegangen. Also ich will nicht alles schlecht negativ reden, ne? Ich freue mich über die Sachen so. Aber ich merke das hier, ne? Beim Umbiegen ist das ist schon definitiv etwas leichter, zu fluffig. Deswegen arbeite ich da nur die Stellen tatsächlich mit Tesa ab. Das tut jetzt auch nicht abbrechen, weil das keine Klebelaschen sind. In dem Sinne, weil ich klebe hier. Ne? Also nicht hier, sondern hier. Wenn ich ordentlich kleben würde, dann würde es auch... Ja. Das ist der einzige Trick, den ich hier angewandt habe. Ansonsten, ne, ihr seht, ich hab nicht getrickst oder was. Ich habe ganz normal ausgestanzt. Wie gesagt, die hier sind mir ein bisschen zu leicht. Deswegen bin ich da etwas. Aber wie gesagt, bei der, das sind ja 300 Gramm Papier, da habe ich nicht das Problem. Aber bei der anderen, da habe ich mich schon richtig geärgert, weil das hat wirklich alles geschnitten. Also da hat nichts geprägt. So, dann nehme ich mir ein Stencil. Ha, ich habe vergessen, meine Farbe rauszutun. Nee, nicht Lucky Clover. Obwohl das eigentlich wurscht ist, ne? Ach, komm mal, nimm mal Lucky Clover. Dann brauche ich noch einen Pinsel. Und dann mache ich mir eine Wiese. Also wenn es mal schnell gehen muss, ist die Stanzschablone wirklich sehr gut. Man kann die natürlich selber machen, das ist klar. Man kann irgendwo immer alles selber machen. Aber wie gesagt, wenn die schnell gehen muss, dreimal ausgestanzt, nachfalzen, fertig. Wenn ich die jetzt selber mache, muss ich erst zurechtschneiden, dann muss ich anfangen zu markieren, beziehungsweise meine Falzlinien machen. Dann habe ich ja diese Querlaschen, ne? Dann muss ich das falzen. Geht natürlich alles. Aber für so schnell finde ich die echt gut. Der einzige Tick ist wirklich vielleicht mit 300 Gramm Papier zu arbeiten. Das ist der einzige Ding, was ich da vielleicht empfehlen würde. So, das. Jetzt mache ich erstmal den Tisch sauber, dass mir nichts versaut. So, jetzt falze ich erstmal alles nach. Den Fehler hatte ich nämlich letztes Mal nicht gemacht. Ne, das muss man alles mit der Hand falzen und so. So kann ich das halt wirklich einmal, hab das alles gefalzt. Beim letzten Video, wie gesagt, musste ich alles nochmal, oder halt den oberen Teil aufdröseln. Hier die anderen. Weil da hatte ich nämlich vergessen, einmal nachzufalzen. Und konnte im Nachhinein nicht mehr falzen. Und hatte dann halt ein kleines, ich guck gerade, kleines Problem. Falze ich jetzt in die Richtung? Nee, schon in die Richtung. Ich habe gerade überlegt. So, die Falz habe ich nämlich vergessen bei einem Teil. Ah ne, die müssen ja nach vorne. Die müssen nach vorne. Die brauche ich auch gar nicht nachfalzen, weil wie gesagt, die ist relativ fluffig. Das hält
So. So, nicht vergessen, diese Faltlinie. Okay, dann nehme ich mir den Boden und fange schon mal an zu kleben. Immer gegenüberliegend kleben, also dieselben Partien. Dann kommt gegenüber dieselbe Teil. Jetzt mache ich aber erstmal das da, weil was ich jetzt nämlich noch beachten werde, beziehungsweise was ich als Tipp gebe, dadurch, dass die Box ja auch relativ groß ist und ja gut, wenn man dasselbe schneidet, spart man vielleicht etwas Papier, das gebe ich auch zu, aber sie ist recht groß. Ich weiß, dass die 7 cm breit ist. Ja, 7 cm breit und ja, im Endeffekt ist sie ja doch bis nach, naja, nicht ganz, kannst du nicht ganz rechnen. Ich mache mal bis zum Dreieck hier. 13,5 hoch. Weil das kann ich ja, das ist ja der Schließmechanismus. Aber ich kann ja rein theoretisch, wenn ich jetzt so eine Klebeflasche rein tue, ne, wisst ihr, wie ich meine. Auf jeden Fall werde ich jetzt erst einmal Schritt für Schritt das zusammenbauen. Weil das Einzige, wie gesagt, was ich eben beachten muss, dass die ganzen Schnittkanten, Falzlinien aufeinander liegen. Und ihr seht, hier stört das Teser dann gar nicht. Wie gesagt, bei dem Weihnachtspapier hat es überhaupt nicht gestört, da hat es funktioniert. Weil es kann sein, dass ich jetzt nämlich noch ein bisschen rutschen muss, hoch und runter, dass meine ganzen Falzlinien aufeinander liegen, dass ich da dann keine Probleme habe, das ganze Ding zusammen zu falzen. So, jetzt muss ich aufpassen, dann kommt das Teil dahin. Weil wenn ich dann erst den Boden bzw. alle Seitenteile erstmal komplett ranklebe, kann das halt wirklich sein, wenn ich dann das so als Box zusammenkleben möchte, dass das halt 1-2 mm dann da oben an den Falzlinien fehlt. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen klebe ich das so zusammen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen umständlicher ist. Aber so kann ich halt, wie gesagt, die Falzlinien dann noch mal ein bisschen anpassen. Ich habe gesagt, irgendwann werde ich auf jeden Fall die andere Box, die ich mir aus der letzten Kooperation rausgesucht habe, definitiv auch noch mal bestellen. Die ja dann nicht einmal bei 300 Gramm Papier geht, richtig, ne? Funktioniert. Aber tatsächlich, ich muss ehrlich gestehen, die kostet 15 Dollar. Sind nicht ganz 15 Euro. Aber ich gehe dafür eine Stunde arbeiten, für diese 15 Euro. So rechne ich das dann. Aber irgendwann bestelle ich mir die definitiv nochmal. Das ist sicher. So. Jetzt muss ich die zwei Seitenteile beide einkleistern. Vielleicht habe ich da wirklich ein Montagsprodukt erwischt oder so. Aber ich habe mich halt... Ja gut, ich habe das Beste draus gemacht aus dieser Box. Ich habe die ja dann komplett selbst gemacht, aber trotzdem ärgerlich. Weil wenn man da halt gerade dann die Marge erwischt, die vielleicht da nicht richtig funktioniert,
Na, wirst du wohl. Man hat ja trotzdem Geld dafür bezahlt. Ne? Fand ich das dann schon sehr ärgerlich. Aber ihr habt ja meine ehrliche Meinung dazu gesehen. Ich habe nichts verheimlicht. Ich habe es nicht schön geredet. Und nur weil ich eine Kooperation angehe. Ich mag die Sachen von Globalent, ja. Ich mag die echt total, weil es rein theoretisch, wenn es funktioniert, das Preis-Leistungs-Verhältnis vollkommen in Ordnung ist. Und es sind keine Plagiate und keine Kopien. Na, das muss man auch bedenken. Die Designer ja jetzt. Ja, sie nehmen sich teilweise Sachen als Vorbild. Passt. Nehmen sich jetzt die Sachen als Vorbild, aber machen keine Raubkopien draus. So. Mein Gedönsi. Ich werde das Ganze jetzt aber. Weil ich das so ein bisschen tatsächlich langweilig fand. Ich habe zwar eigentlich gesagt, ich mache das nicht, weil ich Angst habe, dass das Zeug hängen bleibt. Aber ich werde hinter die Figuren trotzdem 3D-Pads machen. Aber irgendwie fand ich das so ein bisschen langweilig, dass das nur so aufgeklebt ist. Deswegen werde ich jetzt hinter die Figuren 3D-Pads machen. Die zwei Pilze muss ich noch ausschneiden, ja. Und ich bete wirklich. Bitte, 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 Bastelgott, YouTube-Gott, Videokamera-Gott, was weiß ich, wen ich da anbeten muss. Bitte, lass es funktionieren. So, das Häschen. Kommt hier hin. Da kommt dann noch der Pilz hin. Da kommt das Igelchen hin auf die zweite Seite. Die Pilze muss ich dann noch ausschneiden. Ne, da habe ich den Igel hin. Hihi. Zoom. Ne, Fokus heißt es, nicht Zoom. Fokus. Dann kommt da der andere Hase hin. Da kommt dann auch noch ein Pilzchen hin. Wie gesagt, die muss ich noch ausschneiden, aber ich hatte einfach Schiss, dass mir die dann davon hüpfen und ich die dann, ja, wieder irgendwo suchen muss. So, und den Hasen, ich guck nur gerade. Ach, okay, da kommt der Pilz da hinten hin. In den Hintergrund. Na, verstopft. So. Dann das Häschen davor. Okay, jetzt schneide ich die zwei Pilze noch aus. Also ich habe ja schon einiges von Globalent. Ich hatte letztens erst wieder bestellt. So, der kriegt keinen, der kriegt einen Pilz. Ein Pilzi, und du kriegst einen Pilz. So, und dann habe ich hier Wolken ausgestanzt und eine Sonne. Da ist er. Die sind auch aus einem Globalent Set. Vielleicht kann sich noch jemand daran erinnern.
Das war das da. Ich habe die auseinandergedröselt, weil ich musste ja, ne, das ist ja mein Sortiersystem. Da ist die Sonne, die kleine Sonne, die Wolken und die Gesichter. Und das war mit diesem Set hier. Vielleicht kann sich jemand noch dran erinnern. Aber da war diese Standschablone dabei. Aber wie gesagt, ich drösel das ja halt eben auseinander, weil, ja. Das wäre sonst. Ja, sonst wüsste ich nicht, wie ich das sortieren soll. Ich werde auch die Box zum Beispiel auseinanderdröseln. Die Box zu meinen Boxenstandschablonen und ja gut, die werde ich vielleicht dazu lassen, die Tags, aber die Schmetterlinge kommen zum Beispiel weg. Die kommen dann bei mir in die Tieren und Figuren rein. Auf der einen Seite ist es natürlich doof, wenn man das dann immer zeigen möchte. Auf der einen Seite, ja, es ist halt mein Sortiersystem, ne? Und warum halte ich immer den kleinen Finger hoch? Da muss ich immer an SpongeBob denken. Halt den Finger oben, wird man dich loben. Ah. Muss immer von der. Am einfachsten ist natürlich, wenn man das Zeug vorher aufklebt, bevor man das, ne? Bevor man die Deko, also erst Deko aufkleben, dann die Box zusammenbauen, das wäre einfacher. Dachte ich mir beim letzten Mal schon. Aber gut. Ich spleen's nur, wie ich das da gemacht habe. So, die große Wolke diesmal aufkleben. Und die kleine Wolke wird dann 3D-mäßig. Die Wolken habe ich auch, also habe ich auch, zeige ich euch gleich. Da, 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 da. Na? Oder ich zeige es euch zum Schluss und ich hoffe, ich denke dran, wenn mein Mann mich nicht wieder mobbt. Da habe ich zwei kleine Wolken hin. Und da habe ich aber eine übrig, eine große. Egal. Okay. Die habe ich mit Distress Oxide so ein bisschen blau gefärbt. So sieht man es ein bisschen. Das dauert ein wenig, bis der Flüssigkleber anzieht. Aber oh, die ist aber auch wieder abgestürzt. Nein, die gucken alle so ein bisschen drüber hinaus, ne? Aber das ist extra so. Ich will das so. So, dann habe ich die Tags ausgestanzt aus dem Set. Einmal in Gelb und einmal in Weiß. Das in Weiß bearbeite ich mir tatsächlich jetzt noch ein bisschen. Da sind auch so schöne Sprüche dabei. Dann nehme ich For You with Love. Stempel ich mir so ein bisschen schräg hier auf. Weil gerade kann ja jeder. Und dann sind auch noch so Herzchen dabei. Kommen da auch noch drauf. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich jetzt die ganze Zeit in der Kamera war oder nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Jetzt darf ich gucken, ob ich in der Kamera war und ob der Ton da ist. Und eins will ich noch verbasteln, diesen Pop-up-Mechanismus. Aber ob ich das heute noch schaffe, das weiß ich nicht. Weil der schaut tatsächlich ein bisschen tricky aus. So, jetzt hole ich mir ein Bändlein raus. Da werde ich dasselbe nehmen. Und eine Pinzette. Weil mit meinen Fingernägeln komme ich da tatsächlich relativ ins Hudeln. Gut, die Löcher sind auch relativ klein und das Band ist etwas dick. Mit Baker's Twine würde ich mir wahrscheinlich einfacher tun. Aber gut. Irgendeinen Nachteil müssen ja meine Fingernägel haben, ne? Wer weiß, ob es die überhaupt noch lange gibt. So, aber das ist ein anderes Thema. Drösel ich mir das da durch.
Geht eigentlich relativ gut, wenn ich das Loch erwische. Nee, ich bin wieder durch. Und rausgeflutscht. Rausgeflutscht, so. Ja, da muss ich noch ein wenig mehr Schnur geben. So. Dann mache ich mir ein Schleifelein. Schön zuziehen. Wenn der Kleber gut getrocknet ist, dann geht es auch. Nein. Und wenn die Schachtel nicht so leicht wäre, würde das vielleicht auch ein Ticken leichter gehen. Aber die ist ja unbefüllt, da ist ja noch nichts drin. Das ist auch keine perfekte Schleife. Aber sie geht. Und dann schaut das Ganze so aus. Ja, auf jeden Fall sehr süß und er hat doch relativ schnell gemacht. Wie gesagt, man hat dekorieren ist ja immer so eine Sache, wenn man jetzt wirklich nur Designpapier nutzt, wie zum Beispiel hier. Dann braucht man ja nicht viel dekorieren. Die ging tatsächlich so schnell, das war das erste Ding, was ich getestet habe, ob es überhaupt funktioniert. Ja, und dann kam die andere. Die habe ich dann im Video gemacht. Aber ich finde beide irgendwie schön. Aber tatsächlich finde ich die hier einen Ticken schöner. Also die. Aber gut. Meine lieben Kreativlinge, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich mache jetzt mal ein bisschen Ordnung. Wie immer halt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Projekte ich mal wieder hier liegen habe. Das werden mittlerweile nicht nur mehr Taschen, sondern Kartons. Aber ich komme zu nichts. Aber gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Floskeln. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.